AFB ist darauf spezialisiert, ausgemusterte IT von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen abzuholen, diese zertifiziert zu löschen, wieder aufzubereiten und anschließend zu verkaufen. Der Hauptunterschied zu anderen IT-Refurbishern ist der Punkt Inklusion. Inklusion steht bei uns im Fokus. Circa 45% unserer Angestellten sind Menschen mit Behinderung. Als ökologisches Ziel haben wir uns gesetzt, bis 2025 500.000 Tonnen CO2 einzusparen. Dabei verfolgen wir das Ziel, noch mehr Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen. Zusätzlich dazu verfolgen wir als ökologische Ziele das Thema Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz. Hinzu kommt, dass Unternehmen, die mit AFB zusammenarbeiten, sich für Menschen mit Behinderung einsetzen und Inklusion fördern. Vielen Unternehmen ist einfach bewusst geworden, dass der bewusste Umgang mit den Ressourcen heute ein wichtiges Thema ist. Das Thema Nachhaltigkeit ist so aktuell wie nie. Und viele haben einfach auch auf ihrer Agenda stehen Ressourceneinsparung. Und ein großer Baustein davon ist eben die IT. Und dadurch, dass die IT an die AFB geht und wieder aufbereitet wird und wiederverkauft wird, so gesehen der IT ein zweites Leben geschenkt wird, können eben viele Ressourcen eingespart werden. Und in Wirkungsurkunde können wir das unseren Partnern auch ausweisen. Hinzu kommt, dass AFB hochwertige IT-Hardware auch für kleinere bis mittlere Unternehmen erschwinglich macht, da sie diese von großen IT-Unternehmen zurückbekommt. Der Nutzen für die IT-Branche von morgen ist, dass sich jedes Unternehmen langfristig oder auch jetzt aktuell Gedanken machen muss, zwecks Ressourceneinsparung, Thema Klimawandel. Und hier kann die AFB maßgeblich dazu beitragen, indem wir eben gebrauchte IT-Geräte wieder aufbereiten und auch Unternehmen gebrauchte IT-Geräte einsetzen und somit die Umwelt schonen.